Jetzt zeig. Ja, verdammt! Ruhig. Mein Gott, würde ich sagen, oder? Ja, verreckt! Ja, der hat gesessen, glaube ich. Auf geht's. Guckt euch an. Hast du es drauf? Läuft's noch? Ja, ja, läuft noch. Guckt euch an. Max, richtig schön. Hier. Michael, mein okay, ich habe eh nur Glück. Da oben stehen die Geier und hier, wie ich immer gerne sage, Thors Zwillinge. Da müssen wir durchschießen. Ist auch jetzt eine erkleckliche Entfernung. Das heißt, wenn ich jetzt mal auf normale, so, da müssen sie durch. Und hinten dran ist der Geier. So, wer will anfangen, komm. Herr Hüll, auf geht's. Mal gucken. So wird's was. Ja, Alter. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also die Kursgebühr bei Henry war dann doch nicht die Isar runtergespült. Oh, aber egal, knapp, immer knapp. Richtig, richtig gut geschossen. Ganz leicht rechts. So, der nächste kommt. Ambitionierter junger Bogenschütze, Max. Warst du auch schon auf dem Kurs von Henry? Ich war auch auf gar keinem Kurs, du bist der Erste. Ich mach ja keinen Kurs. Ja, okay, aber du instruierst mich. Ja, wenn du das meinst. Ja, doch. Ich mach mich, naja, okay. Inspirieren auch. Die Bäume sind gar nicht da. Die sind gar nicht vorhanden. Ziel auf den Kopf von dem Vieh, das sieht man schön. Sauber nach hinten. Ruhig. Ja, Mensch, wie geil war der? Mittendurch. Super, Mensch. Und das ist das, was ich erreichen will. Einfach ganz, genießt doch die Schüsse. Keine Angst, einfach schön dieses Ziel anvisieren. Ruhig nach hinten lösen. Ganz entspannt sein. Nochmal das Gleiche und die Welt ist ein Freund. Komm, ruhig. Mensch, aber jetzt hat er mal abgeliefert hier, ne? Läuft doch. Herr Höhl, jawohl, sehr gut. Stark. Sehr die Snipermütze wieder richtig rum aufgezogen. Alles gut. Das ist genau das, was ich wirklich auch erreichen will. Also, hey, wenn wir die Pfeile alle so lieb haben würden, würden wir sie ja nicht wegschießen. Ne? Also genieß doch einfach den Sport. Das ist so eine tolle Sache. Du kannst dich so schön konzentrieren und trotzdem bist du richtig schön abgelenkt. Ich finde sowas immer total einnehmend. Fantastisch. Und wenn man trifft, noch besser. Hey! Wie schon gesagt, die Welt ist ein Freund. Bab! Geil. Einfach geil. Und das durch diese kleine Lücke, Mensch. Verflucht! Einfach, weil es geht. Gut. Komm. Und ihr seht hier, das ist der steilste Anstieg. Hier kriegt er auch das Gemsen-Diplom, wenn er hier... Ich hasse sowas. Immer diese Besucher, die mich dann nach unten jagen. Ich weiß, ich muss wieder hoch. Ich bin Felser. Ich bin nicht berggängig. Ich habe zweimal den gleichen getroffen, ne? Ja, das kann ja kein Zufall sein dann, ne? Nee. Genau. Sehr, 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 sehr stark. So, guckt euch das an. Richtig, richtig gut. Also nochmal, ich filme mal zurück durch die Lücke, durch die wir haben schießen müssen. Das sind die da unten. Die da. Da haben wir durchgemusst. Das ist so halfway to go. Und hier sind die Jungs. Und was soll ich sagen? Max, das kann kein Zufall gewesen sein. Und das hier auch nicht. Sehr gut, Michael, Max, ich bin echt zufrieden. Ja, ich auch. Das sind die M&Ms hier.
Ich habe nur einen geschossen, das riskiere ich nicht nochmal mit dem zweiten, weil der war im Kill. Das passt. Super geil. Cool. Das sind die Schüsse, die ich sag, Mensch, die retten dir den Tag richtig gut. Und wir sind bei der Original-Anja-Lücke angelangt. Das mute ich meinen Gästen jetzt einfach auch mal zu, da müssen sie jetzt abliefern. 60 Meter. Da hinten ist the famous spider. Nee, das reicht noch nicht ganz, oder? Das war zu kurz. Der war zu kurz. Und dieses Backen aufblasen, das ist schon, wie habe ich zu Steve immer gesagt, wenn man schon vorher die Ausreden sucht, warum man nicht trifft. Ich habe euch gesagt, genießt den Schuss. Es ist ja, da fehlt noch ein Stückchen, junger Mann. Das sind 60 Meter. Mhm. Aber du hast aufs Lösen geachtet. Ja. Hat man ganz deutlich gesehen. Ne? Kerzengerade Richtung Spinne. Kein Wackeln, kein gar nichts. Richtig gute Richtung. Und genauso wieder, bloß höher. Durchziehen. Der hat sie, ich werd verrückt. Jetzt bin ich jetzt hier am Überlegen, ob ich nachschieße. Ne? Jetzt zeig uns mal, wie es funktioniert. Komm her, nimm. Komm, ich mach, damit du es besser siehst. Ich gehe jetzt mal auf den Knien. So, gucken wir mal, was geht. Puh, links vorbei. Gute Höhe. Da ist er! Jawohl! Da ist er! Verflucht! So, was soll ich sagen hier? Der Max. Wie toll ist denn das? Richtig, richtig gut. Zweiter Schuss, 60 Meter. Und die Spinne sieht nur hier so groß aus. Die ist wirklich schwer zu treffen. Also, er strahlt, aber es kann Zufall gewesen sein. Nein, richtig gut. Sehr stark. Wie hat er gesagt, der Herr Höhl, jetzt sind wir ja wieder fit. Genau das greife ich nämlich gleich auf. Wir haben hier eine kleine Rast gemacht. Der junge Mann ist schon eingefroren hier. Und jetzt ist der Herr Höhl wieder fit. Und jetzt wollen wir den fitten Herr Höhl sehen, wie er hier dem Bison 1 und dem großen Bitter hinten 1 in den Kill nagelt. Auf geht's. Direkt in den Backen, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Da sieht man es direkt unterm Horn, steckt das im Backen, das Ding. Sind 54 Meter, Bowhunter Maximaldistanz, oben auf unserer Klippe wieder. Und wieder drauf. Also, offensichtlich hat die Pause wirklich gut getan, ist unterhalb vom Kill. Freue ich mich jetzt schon wieder über diese Bemerkung von Michael. Wir sind nämlich jetzt hier angekommen, wenn Xenia es mal zulässt. Am Flock, man glaubt es kaum. Der Bekloppte geht mal an den Flock. Und was hast du gerade gesagt? Ja, ist relativ nah. Ja, von wegen. Das ist ja wirklich Pillepalle, hat er gesagt, wenn man hier vom Flock dann schießt. Ja, ja, ja. Nein, das ist eben nicht Pillepalle, Männer. Leute, Mädels, guckt, das ist immer noch verdammt weit. Vom blauen Flock ist wirklich die weiteste Distanz, die vorgegebene. Das sind immer noch 45 Meter und der Bär ist schmal. Ist so ein nicht unbedingt geliebtes Ziel. Aber so einfach wollen wir es ihnen natürlich auch nicht machen. Ne? Die kommen ja nicht hier von Minga extra hierher, um das was. Nein, das heißt, wir wägen einfach mal 3 Meter auf die Seite. Und was kommt denn da? Ja, und dann gehen wir nach vorne. Und dann sehen wir hier
den Bär immer noch, aber durch ein kleines V zu schießen. Hier, da steht er. Da müssen die Jungs jetzt durch. Dann können sie mal zeigen, was sie können, von wegen Pille-Palle. Auf geht's. Ich habe nichts damit zu tun. So, Michael, auf. Du siehst ihn. Du siehst den Bären. Genau, ne? Und aufpassen, da geht ein trockener Ast kurz oberhalb von der Flugparabel noch durch. Und jetzt, ich habe den Bären ganz groß. Jetzt zeig. Ja, verdammt! Die sind nicht mehr, ey, guck mal, auf normale Entfernungen sind sie nicht mehr zu beeindrucken, die Typen hier. Warte mal. Ja, mir san mir Hass bei euch, gell? Nee. Mai. Ja, Mai. Oh, knapp vorbei, aber richtig schön durch. Knapp. Ja, Respekt. Also Max, immer noch Respekt, wenn du da nur einigermaßen hinkommst als Anfänger. Jo. Ist ein schwieriger Schuss. Nach wie vor, wie schon gesagt, der trockene Ast vorne behindert die Flugparabel massiv. Den muss man ausblenden können. Und dann muss man hier durch diese Lücke. Ich bin gespannt. Max, was hast du gelernt? Zeig. Ruhig. Bei Grad, würde ich sagen, oder? Ja, verrecke. So. Ja, aber guck mal, das ist diese Glückshormonausschüttung, ja, Endorphine genannt. Sehr schön. Ruhig. Genau wie sein großer Mentor hier, den ersten drin, den zweiten knapp vorbei, aber auch durch die Lücke durch. Immerhin. Die setzen mich ganz schön unter Druck hier. Respekt, Respekt. Sehr, sehr gut. Soll ich? Jo. Na, guck mal, die. Show me what you got. Jetzt wollen wir es wissen. Ihr wisst aber schon, dass ich es jetzt hier deutlich schwerer habe, ne? Weil ihr schießt ja in der Parabel oben durch die breite Lücke durch. Ich muss hier Kerzen gerade durch. Das ist schmal. Auch du hast mal Glück. Wie würde jetzt Steve wieder sagen? Wenn man schon vorm Schuss die Entschuldigung sucht, warum man nicht trifft. Genau. Dann kann das nichts werden. Gucken wir mal. Ja. Der hat gesessen, glaube ich. Auf geht's. Für mich nicht anders. Das war eine normale Entfernung für ungefähr 45 Meter. Aber dann verlange ich auch eine Punktkonzentration, weil da gehst du einfach durch mit deiner Mitte. Und dann gehst du auf ein normales Turnier und denkst, hey, also wenn ich mich jetzt ein bisschen zusammenreiße, dann sollte ich das hinkriegen. So einfach. Der eine ist damals. So, zeig mal vorne, was geht. Schauen wir mal, was wir haben. Aber Leute, nein, ich meine, guckt euch an. Hast du es drauf? Läuft's noch? Ja, läuft noch. Guckt euch an. Max, richtig schön. Hier, Michael, ich meine, okay, ich habe eh nur Glück. Aber nochmal, ne? Ich meine, ist kein Wunder, bei den 45 Meter, guckt euch diese Spitze an. Ich hab zu Hause einen Amboss, der ist leichter. Das ist echt ein Hammer. Aber auf die Entfernung macht es natürlich. Das ist kein Thema. Das ist natürlich geil. Aber das Ding zu treffen durch diese Lücke, Michael, stolz auf dich. Max, merci. Super.